Und willkommen, liebe Freunde, zurück bei Star Wars Knights of the Old Republic. Immer noch in der Brotherhood of Shadow Mod, Solomon's Revenge. Oder auf Deutsch übersetzt, Bruderschaft der Schatten. Ja, und wenn ihr auch Lust habt, die Mod bald auf Deutsch zu spielen, dann schaut doch einfach mal in den Kickstarter. Ich blende den hier ganz kurz ein, so. Und da gibt es auch tolle Sachen zu gewinnen für die Unterstützer. Die können dann eine Spiele-DVD bekommen oder ein Spieleposter oder von eventuellen Synchronsprechern, die Unterschriften auf den Spiele-DVDs haben, wenn genug zusammenkommen, dass es synchronisiert werden kann. Also es ist ja ein Riesenspiel. Wir spielen das jetzt schon folgenlang, also seit knapp 50 Folgen, glaube ich, sind wir an dieser Erweiterung dran. Die ist wirklich riesengroß. Daher der Kickstarter. Ja, und in der letzten Folge haben wir den Raum aufgeräumt. Ich würde sagen, wir haben da eine Schutztür, die kriegen wir wahrscheinlich nicht auf. Kipuna Nabonsha. Die Mandalorianer haben die Tür verriegelt. Aber diese Administrationskonsole sollte uns Kontrolle über die Systeme dieses Levels geben. Na ja, gut, dann ist das ja wirklich nur eine kleine Zeithürde, die wir hier nehmen müssen. System wird geladen, geladen. Ja, ja, Systemkommandos. Alle Security Doors öffnen. Was ist denn Sicherheitstüren? Öffne alle Sicherheitstüren. Sicherheitstüren geöffnet. Wunderbar. Das war einfach. Alle Konsolen dieses Schiffs sollten mit dem mandalorianischen Kommunikationsnetzwerk verbunden sein, oder dem, was davon übrig geblieben ist, nachdem wir die letzten Transmitter während der Invasion von Duxun zerstörten. Nun konfiguriert das System, um alle Informationen und Übertragungen aus dem Kommunikationsnetzwerk der Flotten abzufangen. Tangabunshan Omnang Wanga kun biskin ba mulara choni yun tun gigi ida dwana kava vulpa mulji gumana. The Outlining Fleets, was soll das denn heißen? Frontline, Outline, bin ich mir nicht sicher. Die abgelegenen, die Flügelflotten? Was ist mit den Flotten an der Frontlinie? Viele unserer Streitkräfte sind immer noch mit ihnen in einen Kampf verwickelt, mit den Mandalorianern. Auch auf dem Boden und in den Himmeln über Malachor 5. Ihre Loyalitäten liegen woanders und ihnen kann nicht getraut werden. Dann werden wir ihnen nicht senden. Sie werden dasselbe Schicksal erleiden wie die Mandalorianer. Das Kommunikationsnetzwerk wurde stark beschädigt und ist gerade so funktionsfähig. Es scheint, als sei ein einziger Kanal noch aktiv zu sein und würde etwas senden. Moment, das wurde gerade geändert. Sie senden etwas Neues. Es scheint, als wollte Malachor sich selbst vorbereiten, um eine Rede zu überbringen. Ich stelle das Signal durch. Children of the Mandalore, this is our greatest of hours. The moment where we at last break free from the chains that have long shackled us to the defeat of the great Sith War. Hail the glorious dead. It is their sacrifice that has allowed us to move forward and meet this destiny. Each and every Mandalorian from the Mandalore
Mandalore himself to the newest of recruits is each blessed with a duty to preserve the honor of our culture through the embrace of the Mandalorian way. War is our way. We Mandalorians recognize that as we fight on the field of battle, we fight because it is in our nature to fight, to conquer through crusade. War is our way. We Mandalorians recognize that retreat, negotiation, and surrender are words of no meaning. There is either victory or there is death. War is our way. We Mandalorians recognize that on the battlefield, where our enemies see only horror, we see pleasure. Where our enemies see only torment, we see joy. And where our enemies see only slaughter, we Mandalorians see purpose. Because it is in war that one is granted purpose. It is in war that one finds definition. Here at Malachor 5, we Neo-Crusaders will find that definition. It is our destiny. I... Kipuna, die Übertragung wurde verloren. Sie ist abgebrochen. Das Kommunikationssystem des Schiffs könnte beschädigt worden sein. Wie auch immer. Ich habe die Transmission entziffert, also das Signal, und auf meinen personalen Kommunikator übertragen. Auf meinen persönlichen Kommunikator, so rum. Sollte die Transmission fortgesetzt werden, können wir dem Rest der Sendung auch noch zuhören. Es gibt hier nichts mehr zu gewinnen. Kommt. So, und weiter geht's. Ich muss ganz kurz sagen, ich laber natürlich nicht dazwischen, weil ich die Synchronarbeiten der Modder, die das Spiel die Erweiterung programmiert haben auf Englisch. Ich respektiere die Arbeit schon. Aber ich glaube, wenn wir die Erweiterung neu synchronisiert kriegen auf Deutsch, wir können das besser machen. Weil jetzt Mandalore zum Beispiel, das ist so eindeutig die gleiche Stimme wie von Solomon. Und beide Charaktere scheinen nie in der Stimmung zu schwanken. Die haben immer diese dunkle, entschlossene Stimme die ganze Zeit über, als wenn die sonst überhaupt keine Gefühle hätten. Und das ist halt der Grund auch, warum ich versuchen will, richtige Synchronsprecher ins Boot zu holen, die mit schauspielerischer Erfahrung einfach ein bisschen mehr Charakter an die Figuren verleihen können. Ich finde, die Dialoge und Monologe sind nicht so schlecht geschrieben, ehrlich gesagt. Die könnten aber besser klingen, wenn jemand die vertonen würde, der vom Vertonen auch wirklich Ahnung hat. So. Daher auch meine Motivation. So, jetzt schnetzeln wir uns mal weiter durch dieses Schiffchen. Was ist mit dem Machtsprung passiert, bitte? Na, bitte. So, einmal das Schild rein. Mal hat wieder einmal auf Geschwindigkeit. Oha. Haben sie uns die Tür von der Nase zugemacht? Ich schätze mal, wir wollen mal weiter. Oh, hier ging noch eine Tür auf. Wollen wir nicht ein bisschen tanzen, Leute? Wie wär's? Ups. Wir sind eingefroren. Carbonitgranate sind rein. Ah, und hier.
hier ist der Grenadier. Du Sau. Pass mal auf. Passe mal auf, Kerle. So geht's mit. So, mal sehen. Kriegsbeute haben wir eingesackt, so wie es ausschaut. Hier ist noch eine Tür. Hier geht's wohl nicht weiter momentan. Da steht er ganz gehässig dahinter in seiner gelben Rüstung. Das ist, glaube ich, der höchste Rang bei den Mandalorianern. Ich rufe das nochmal allen ins Gedächtnis. Der niedrigste Rang hat blaue Rüstung. Dann die Offiziere haben rote Rüstung. Und der hier, der ist Oberoffizier bzw. Commander bzw. General oder was weiß ich. Sehen wir ja gleich, wenn wir den Name-Tag über der Figur haben. Ich gehe nur noch mal kurz gucken, ob wir hier nicht ein bisschen Loot übersehen haben. Aber wir haben ja auch einen niedergemacht. Nee, hier liegt nichts mehr. Das ist okay. So, also da wir da nicht durchkommen momentan, hier ist ja noch eine Tür an der Seite. Vielleicht finden wir da was zum Hacken oder so, würde ich vermuten. Ja, jetzt laufen wir dran vorbei. Na, erstmal finden wir Ärger, das war ja klar. Ja, also er hier ist ein Rally Master. Das heißt nicht, dass der Autorennen fährt, sondern... Was heißt denn Rally? Kann man denn das übersetzen am besten? Eine Art Gruppenführer. Ich glaube, Rally Master wird eigentlich im Militär nicht benutzt. Sondern wenn es so um Aufstände geht, dann benutzt man dieses Wort eher. So ein kämpferischer Mob, der wird von einem Rally Master angeführt. Das ist derjenige, der die Gemüter erzählt. Ich glaube, so kann man das am besten erklären. Aha, hier finden wir Granaten, okay. Aber was wir nicht finden, ist eine weitere Konsole. Wir finden aber Heizkörper. Ich habe voll die gute Idee. Wir drehen den... die Heizung ganz runter und dann frieren denen hier die Stromgeneratoren ein, weil Weltall ist ja kalt und dann muss hier der ganze Strom ausfallen, es ist stockfinster um uns, wir sehen nichts mehr, aber diese Schildtür muss auch deaktiviert sein. So, natürlich ist es kein Heizkörper, sondern eine Energieleitung und selbstverständlich sollen wir hier eine Granate reinlegen, ist doch klar. Bams, und da fliegt sie uns auch schon um die Ohren. Noch steht das Energiefeld, aber das ändert sich gleich. So, die nächste Splittergranate. Die machen ja sonst kaum Schaden mittlerweile. Daher können wir die gerne für sowas verbraten. Na, Sissi, pisst du dir schon in die Hosen? Sah aus, als würde er anfangen zu weinen. Das ist der mandalorianische Feldmarschall. Gerade hinter der Maske die Tränen in die Augen steigen, vermutlich. Leicht vor Glück, weil er weiß, er wird einen ehrenhaften Tod im Kampf sterben. Was kann sich ein Krieger Besseres wünschen? Tja, hinterlässt er uns noch irgendwas Schönes? Nö. Na gut, wir haben im Laufe des Spiels auch weiß Gott genug mandalorianisches Loot bekommen. So ist es nicht.
So, und hier ist der berüchtigte Aufzug, mit dem wir jetzt gleich auf das Deck fahren können, ja. Machen wir doch mal. So, und da wären wir auf der nächsten Ebene. Sagen die eigentlich noch irgendwas, die beiden? Hast du schon mal ausprobiert? Randy E. Chawa, Tongbola, Johnny Ku. Ja, habe ich schon. Ja, dann weiter im Text, ne? So, hier rennen Mandalorianer lang. Wir könnten denen folgen. Wir könnten es auch lassen. So, da hinten haben wir schon eine extra Einladung bekommen. Hängt die fest und passend. Es tat weh! Oh. Wie sind die denn drauf hier? Die kommen jetzt von allen Seiten an. Es tat weh! Es tat weh! So, sollen wir uns um die auch noch kümmern da hinten? Bisschen mit den Mannsprüngen da rein. Gucken wir schneller fertig wird, Malak oder so. Mit unseren jeweiligen Spezialattacken. Ja. Malak. Na gut, ich habe auch keine Ahnung, was wir da für ein Laserschwert in der Hand haben, um ehrlich zu sein. Das haben wir irgendwie zu der Zeit der mandalorianischen Kriege gehabt. Mittlerweile laufen wir ja mit was ganz anderem rum eigentlich. Das ist ja so ein Flashback hier wieder, wer es nicht geschnallt hat. Wer die älteren Folgen nicht gesehen hat, wer jetzt nun mal zwischendurch eingeschaltet hat. So, ja, Bohne. Ich kann mich erinnern, dass das hier eine größere Karte war. Ich bin mir jetzt gar nicht sicher, wo wir genau lang sollten. Wir stoßen einfach mal voran. Hier so lang vielleicht. Da hinten sind noch ein paar Mandos. Ach, es sind Druiden, okay. Ist mir sogar noch lieber. Weil die so schön easy sind für uns. Wir können jetzt auch. Ja, gut. Dann haben wir das ja erstmal. So, mit einem Blick auf die Uhr. Folge geht zwar noch 2 Minuten, aber ich will noch kurz was sagen, nämlich das Übliche. Ein Kickstarter läuft, um diese KOTOR-Erweiterung zu übersetzen auf Deutsch, ja. Und wenn ihr auch Lust habt, hier die mandalorianischen Kriege teils nachspielen zu können, zum Beispiel befinden wir uns gerade auf dem Flaggschiff von Mandalore, dem Ultimativen, um dem das Handwerk zu legen, um diesen Krieg zu beenden, ja, während der Schlacht um Malachor 5, da sind wir gerade dabei. Wenn ihr auch Lust habt, das nachzuspielen, aber mit der deutschen Version des Spiels und dass das auch alles gut funktioniert und vielleicht sogar Synchronsprecher haben wollt, vielleicht einen coolen Synchronsprecher für Mandalore,
Ich stelle mir den Synchronsprecher von Bud Spencer zum Beispiel vor. Ich habe den Namen gerade nicht präsent, aber das wäre eigentlich ganz geil für Mandalore. Oder doch einen anderen, aber mal sehen. Jedenfalls, ja, hier kurz den Kickstarter eingeblendet. Schaut mal drauf, es gibt schöne Belohnungen, wie zum Beispiel eine Spiele-DVD, Poster oder Autogramme von den Synchronsprechern. Ja, in der nächsten Folge stoßen wir weiter zu Mandalore, dem Ultimativen, vor. Und ich denke, wir werden ihm das Handwerk legen können. Schon recht bald. Bis dahin, euer Ben. Bye bye.